Willkommen, willkommen aus Frankfurt. Wir sind bei Panasonic und haben natürlich neue VR-Geräte hier vor der Linse, zum Beispiel den DSW350. Das heißt, hier habt ihr das kleinste Einstiegsmodell, wie ihr sehen könnt. Das Line-Up ist ganz schön lang. Hier fangen wir bei dem günstigsten Gerät an, das natürlich auch hier schön Standfuß hat, den man auch leicht verstellen kann, beziehungsweise einen relativ dünnen Bildschirmrahmen, und das Gerät selber ist auch nicht allzu dick. Hier sind nur die Grundfunktionen drin, also wenn ihr zum Beispiel schon sowas wie ein bisschen In-House-Streaming haben wollt, also dass ihr Sendung empfangen könnt oder streamen könnt, dann müsst ihr schon in die 400er-Serie greifen, aber dazu dann gleich mehr. Hier bei der 350er ist einfach sozusagen der Grundeinstieg mit Full HD gewährleistet, mit auch USB-Anschluss und HDMI, damit ihr externe Player anschließen könnt, aber ansonsten Media Player selber integriert ist auch noch mit dabei, aber als Grundbildschirm sollte ein DS350 auf jeden Fall ausreichen. Das war es ja auch schon ganz kurz mit der Vorstellung. Bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, unsere anderen Videos anzuschauen, denn zu jedem Fernseher machen wir ganz kurz eins. Bis zum nächsten Mal und tschüss.